Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde, Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gegenüberstehen. Ein gut gefülltes Stadion, aber warum sage ich das? Fußballherz, was willst du mehr? Naja, schauen Sie mal in den Himmel. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Okay, es sieht nach einem klassischen 4-4-2 aus. Ich glaube, dass dieses 4-4-2 auch das System der großen Unberechenbarkeit ist, weil du es so verschieden auslegen kannst. Ganz wichtige Frage natürlich, wie sortieren sich die Jungs im Mittelfeld? In der offensiveren Viererkette haben wir da die echte Sechs, haben wir den echten Zehner. Geht das Richtung Raute? Und wenn ja, wie flach wird die sein? Wir werden es ganz genau beobachten. Los geht's. Werner guckt sich um. Welche Optionen gibt's für ihn? Verliert den festen Stand. Ja, das war ein klares Foul. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Leipzig ist direkt wieder im Ballbesitz. Halstenberg. Ab nach vorn und hoffen. Flanke von Kunku. Erstmal Entlastung. Erstmal. Lange haben sie sich den Ball hin und her geschoben. Passiert ist rein gar nichts. Ab auf die linke Seite. Schlauer Pass. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Ja, da beweist der Auge. Sabitzer. Vielleicht sollte einer mal runtergehen auf den Rasen und den Jungs sagen, hört mal, das ist hier übrigens Fußball und Ziel des Fußballs ist es, Tore zu schießen. Paulsen hat auf den Pass gewartet, ist das schön reingelaufen, aber das war's dann auch schon. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Schön zu sehen, wie mannschaftsdienlich er das macht. Von Zeit zu Zeit kommt er immer wieder mit zurück, um die Verteidigung zu unterstützen. Kompliment auch an den Trainer. Er hat auch seinen Stürmern gesagt, wenn der Gegner den Ball hat, dann seid ihr meine ersten Abwehrspieler. Pausen. Ein Lupfer. Ja, warum denn nicht? Jetzt eine halbe Stunde gespielt. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Klostermann. Halstenberg. Nkunku. Ein sehr kluger Pass. Das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Schönes Ding. Ab auf die Flanke. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig.
Lang nach vorn. Orban. Halstenberg. Physisch enorm präsent. Das ist das Ende der ersten Halbzeit. Sie spielen im Augenblick noch zu defensiv. Es ist ihnen nicht gelungen, Torchancen herauszuarbeiten. Und sie werden sich in der zweiten Hälfte deutlich steigern müssen. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Also die Leistung stimmte auf beiden Seiten im ersten Durchgang, auch wenn beide nicht getroffen haben. Die Schlüsselfrage im zweiten Durchgang: Wer hält die Konzentration länger aufrecht? Sabitzer gewinnt den Ball für sein Team zurück. Pausen, das ist schlitzohrig. Erstmal raus damit. Ganz simpel, einfach nach vorne. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Das hier ist Marcel Sabitzer. Mit viel Gefühl. Werner, da ist die Chance. Guter Pass und eine großartige Chance. Die Hintermannschaft ist gewarnt. Der wunderschöne weite Pass ist angekommen. Es war kein Abseits. Beim nächsten Mal ist der Ball im Tor. Jetzt kommt Verstärkung von der Bank. Ja klar, dass der Coach hier nicht begeistert ist, wenn seine Schlüsselspieler nicht zum Zug kommen. Gilt ja als ein wenig unmodern, ist aber immer wieder probat. Diese gute alte Manndeckung. Hals. Ja, er hat ihn erwischt und dementsprechend gibt es Freistoß. Da verheddert er sich. Emil Forsberg. Den Ball weit rausgehauen. Da hat er den Überblick behalten. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Da ist vielleicht mal der Trainer gefordert, etwas mehr Konzentration einzufordern. Die Passgenauigkeit ist miserabel. Forsberg. Um es positiv zu formulieren, defensiv stehen beide wirklich exzellent. Okay, es ist nicht ein Spiel für die Zuschauer. Es gibt im Fußball bessere 0:0 Unentschieden und es gibt schlechtere. Das hier ist definitiv kein besseres. Er probiert es mal mit dem Heber. Beide Teams lauern auf Konter, beide Teams müssen also vorsichtig sein. Timo Werner! Um ein Haar wäre das hier richtig teuer geworden. Da hat er mitgerackert nach hinten, hat den Ball erobert, aber am Ende hat er zu wenig draus gemacht. Werner? Yusuf Paulsner Ball.
Marcel Sabitzer. Pausen. Da ist die Chance. Da fackelt er nicht lange. Hauptsache weg. Die letzten Minuten, sie müsste noch mehr Druck machen. Halstenberg. Forsberg. Werner. Und jetzt ist natürlich die große Frage, will einer von den beiden nochmal unbedingt den Sieg oder sind sie irgendwann mit dem zufrieden, was sie haben? Spiel geht weiter mit Einwurf. An der Seitenlinie ist Betrieb und alles muss bei den Offiziellen seine Richtigkeit haben. Er hat alles rausgehauen, er hat gekämpft, er hat gerackert, jetzt kann er nicht mehr, jetzt darf er vom Platz. Er bringt ihn in den Mitte, stark angesetzt zum Kopfball. Anbrennen lässt der hier nichts. Und das war's für heute. Die Partie ist beendet. Die Begegnung endet 0:0. Das, denke ich, sagt alles über das Spiel. Hansi, ich bin gespannt auf deine Zusammenfassung.